Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier unterm Arsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wir werden heute ein bisschen Weizenbier verkaufen. Dazu gehen wir mal kurz rein ins Menü, also Bierfässer. Maximum. Erzeugen wir ganz kurz, 20 Stück. Die werden wir gleich verladen auf dem LKW. Und es passen ja nochmal 20 drauf. Wir verkaufen wahrscheinlich im Lidl, denke ich mal ganz kurz. Aber mal schauen, dann gucken wir uns mal an. Nebenbei wird noch Gras gemäht auf Feld Nummer 36 im Verband, gleich in Schwatt, und die Ballen werden auf Feld Nummer 19 gerade gepresst. Das macht der von dem Kurs von dem Schwatter gerade gar nicht auf Verband gearbeitet, Verband schon, aber nicht geschwattet. Ich habe es leider zu spät gemerkt. Ist halt so, und er hat ja Zeit. Beziehungsweise Weizen ist zu viel drin. Wir können mal gleich Hopfen kaufen, ne? Das war nicht viel, aber immerhin, ne? Kann ich wieder arbeiten. Fast wäre leicht pleite, aber gut. Das ändert sich ja gleich. Hier bringt er gutes Geld ein. Aber wir sind noch vorm Schlafen gehen. Hopfen einkaufen. Wahnsinn. Die Produktion still, das wollen wir ja nicht, ne? Bei mir wäre es egal persönlich. Wir trinken kein Bier. Aber ich gönne jeden, der Bier trinkt und gerne mag, dass er sein Bier trinkt. Oder zwei oder drei. Jeder ist frei. Frei kann er frei entscheiden, ist ja alter genug. Darum sagen wir so. Guck mal, wenn wir den besten Preis kriegen noch heute. Das wäre ganz gut. Die beiden mähen ganz gut. Hier klappt. Und hier, das hier klappt auch. Ich werde hier später. Jo, hier muss noch Wald kaufen. Wohl Wald. Ich habe ja eingepflanzt. Ne? Hier habe ich eingepflanzt. Brücke wird auch noch gebaut. Ist noch nicht fertig. Leider. Ich muss noch Zement haben. Muss ich auch noch. Also, ich muss noch Zement kaufen. Muss ich schauen. Jetzt Bier verkaufen. Bier, und dann muss ich noch mal zur Zementfabrik und Zement holen und zur Brücke bringen. Das über Nacht Stadion, das ist gut. Gibt es sogar mehr Bier für für Bierkästen. Gut, wir fahren mit Stadion. Und dann geht's zum Zwentafrik. Unkraut ist bekämpft, habe ich erledigt. Das haben wir in Ruhe von. Jetzt noch wachsen würde oder sollte, ja gut. Entweder schlecht gearbeitet oder Unkraut zu aggressiv, ne, zu widerstandsfähig. Bleibt stehen. Wir fahren mal Bier verkaufen. Und dann geht's Richtung Zementfabrik. Zement holen. Mal sehen, ob wir noch ein paar Paletten kriegen. So schnell arbeiten die auch nicht. Aber ich denke mal, dass 4-5 Paletten bestimmt da sind. Vielleicht auch 6. Und dann können wir heute Nacht dann mal bauen lassen. Und dann geht es auch noch weiter. Das kann ich euch noch zeigen, Brücke, weil ich noch Zement holen muss und hinbringen will. Ne? Erstmal müssen wir echt ins Stadion fahren. Fußballer oder die Zuschauer haben Durst. Und das Fassbier, ne? Das ist doch was, ne? So viel ist doch das richtige Gedicht. Die Lenkung ein bisschen ist etwas zu unempfindlich. Das ist hier zu spät. Da muss ich jetzt Probeeinstellung machen, weil es ja, ist ja original anders gewesen früher. Jetzt ist es ja wieder ganz, ganz anders. Aber das werden wir uns einstellen. Da haben die was verstellt beim Treiber. Man kann jetzt Gearforce-Einstellungen vornehmen. Für die, das nicht unterstützen. So, da sind wir da.
Wir stehen ganz gut, ein bisschen weit weg. Da können wir ein bisschen weiter rechts überfahren. Und ab geht's. Jetzt holen wir uns das Zement. Und wenn wir das haben, das ist Hopfen einkaufen. Ich bestaune jeden LKW-Fahrer, der mit so einer Laster hinten klarkommt, dass man so fahren kann. Ne? Mal dazu sagen, ist ja heute ein bisschen, die Technik ist ja, ich sage ja richtig, super mit Kameras und so, also was man so schon hat, da kann man nur echt überstaunen, was so möglich ist. Ne? Ganz früher haben sie, ja, 400, das ist gutes Geld. Ne? Muss Hopfen wir leisten. Ja, dann hier ist dann schon wieder alle. Die nächsten Einnahmen, naja, vielleicht ganz bald noch eine Möglichkeit, ne? Also morgen höchstens. Eigentlich aktuell nicht. Also heute können wir nicht mehr verkaufen, das ist bald zu dunkel. Schnell noch Zement holen für die Brücke, die ich heute nachher bauen kann. Und dann werden wir reich noch, ja, Hopfen kaufen. Und den Traktor mit Wasser klar machen. Man kann jetzt zwar auch recht günstig kaufen, aber ich habe extra mal einen Kurs eingefahren dafür. Mann, jetzt Unkauf, ist doch gar nicht. Das ist mein Feld. Leider ist noch Lenker und bisschen Sheet. Den muss ich auch noch zurückfahren, Mensch. Jetzt muss ich mal gucken an der Karte, weil ich jetzt kenne mich da nicht so aus. Da, ja, ja, geradeaus nochmal. Aber 7-8 Mal gefahren, dann geht er schon. Jetzt hier der Raps schön in den Blüte. Ah, da wird man bald reif werden. Also das dauert nicht mehr lange. Dann können wir erst Raps werden. Wo Raps an sich kein Problem ist, das ist ja alles mengenmäßig nicht so groß. Wenn das Geld dann reicht, können wir hier diese. Weil Diesel herstellen, Produktion kaufen, das geht ja auch nicht. Relativ einfach. Aber nicht in Raps rein, du. Wertvolle Frucht. So. Sonne geht unter. Also ich fahre jetzt immer hohen Zement. Gras, Milch, das ist voll. Aber kennt nicht Blocking, das ist gut. Ein Blocking wäre schlecht, aber wie gesagt, nur für Milch. Auf dem globalen Markt. Thüringen habe ich noch für Milch. Dann nehme ich ja die morgen, mal sehen, ob ich jetzt morgen schaffe. Ich habe gerade einen Flieger gemacht. Ja, morgen, ja, morgen ist schon Sonntag. Nee, ja doch, es ist Samstag. Ich habe ja die Folgen jetzt nicht am Freitag aufgenommen, sondern ab Samstag. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja Spätschicht hatte und dadurch erst 20 Uhr beginnen konnte. Aber das ist okay. Bin auch. Ich mache heute noch die eine Folge, mal sehen. Mal sehen, ob ich, geht ja um Grasmähen. Ne? Das ist mir eigentlich. Habe ich gespeichert? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, habe ich gespeichert. So, Zement holen. Gießwerk haben wir aufgebaut. Mit Sand und so. Müssen wir gucken. Außenansicht. Da fahren wir an. Dann können wir eine Steine produzieren und Pflastersteine. Aber aktuell habe ich nur Zement laufen, damit ja nicht, dass mir mal richtig die Brücke fertig wird. Ne? Klein Grau, klein Rot, das sind Dinger. Und dann haben wir hier noch. Rohstoffe sind genug da. So. Fünf Paletten. Fünf Paletten. Wieder nur fünf.
Ich brauche noch mindestens 10. Dann noch 10 dazu. Aber das ist nicht anders, ne? 5 Paletten. Kann ich warten. Sonst über Nacht bauen die wieder fleißig und dann ist Stillstand wegen Zimmern. Das geht nicht. Das können wir uns gar nicht erlauben. Ich muss hier nochmal Dings einbauen. Kurs einrichten. Wo wir eigentlich die meisten Sachen eben mit LKW wegfahren müssen. Aber hinschicken kann man nicht. Ne? Ich könnte ja auch mit dem Traktor das machen lassen. Aber auch nicht mehr Licht. Jo. Gehen wir die inneren Sicht ein bisschen mehr. Ne? Jo. Wie gesagt, Brücke muss gebaut werden. Da brauchen wir Zement. Und was auch wichtig ist, die Brauerei braucht Hopfen. Hopfenproduktion darf nicht ruhen. Sonst haben wir finanzielle Einbußen, weil die nachts nicht arbeiten können. Wenn ich jetzt 7-8 Stunden schlafen würde, weiß noch nicht genau, ob ich. Also Allrad? Jo. Lenkt ja nicht, ne, der Bursche, ne? So. Bevor uns einer wahnsinnig dunkel. Gibt's doch gar nicht. Dunkel. Lenkt er wieder nicht. Das ist typisch, wenn man jetzt eilig hat, dann ist so ein Shit. Aber gut. Wir hängen nur fest. Die Brücke ist einfach. Naja, die Rampe ist irgendwie so kurz, ne? Aber gut, andere kommen ja auch mit klar, ne? Häng ich fest. Ja, muss man kurz raus. Ozean Fishing, ach! Was er alles macht. So. Das ist schlecht. Haben wir so rum? Haben wir den Acker, wa? Oh, scheiße. Anders komme ich noch nicht weg. Acker ist ja nicht meins. Starke Bauer machen, ne? Gut. Auf zur Brücke. Das machen wir heute noch, oder? Ja, ein bisschen schaffen wir noch. Mein gut. Ist ja dunkel wie ihn, ne? Wie heißt das so schön? Mit Bär? Ah! Ich weiß nicht, wo der Spruch herkommt, aber irgendwas, wo kenne ich den irgendwas? Jetzt muss ich mal gucken, wo ich bin. Das wäre ganz gut, wenn wir abbiegen würden. Das habe ich geahnt. Weil das ist ja ein riesen Umweg sonst, eine gute Brücke. So. Der LKW ist zu lang für diese Rampen. Merkt man ja im Prinzip, dass er nicht hinten nachhängt. Ne? Das kann sich ändern. Kann da nicht programmieren. Kann nicht eingreifen. Muss man höchstens mit dem
Traktor fahren. Und Kleinauto-Anhänger. Geht zu leicht. Das wollen wir doch gar nicht, ne? Wir wollen mit kleinen Fahrzeugen fahren. So, heute die Folge. Ja, bearbeiten muss ich auch noch. Ne, ja, macht nichts. Müssen Anführungszeichen, ne? Wollte morgen noch einkaufen fahren. Wir haben einen Shopplan, Angebot. Würde mal zuschlagen. Wird bald Schweinefleisch billiger werden. Die Deutschen dürfen bald nicht mehr exportieren ins in Asien, weil sie jetzt Virusland sind. Schweinepest. Für Menschen ungefährlich angeblich. Wie man so anders so ist, ne? So, Richtung Gas gehen, Brücke. Da können wir jetzt gerade ausfahren, oh, schaffen wir nicht mehr. Na, wir schaffen nicht mehr vor. Gut, schau mal, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, noch einen schönen Restsonntag. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Der Zement geht morgen zur nächsten Folge zur Brücke. Aber noch in derselben Nacht. Da gehen wir gleich mal auf 1 Geschwindigkeit. Da können wir noch was schaffen in der Nacht. Das ist 0 Uhr ungefähr. Bier kaufen noch. Also Bier können wir gleich kaufen. Brauerei. Versuchen. Das ist die Malzfabrik. Oder? Ne, das ist hier bei Dings hier. Bei der Raffinerie, wo man Dings verkaufen kann. Raps. Raps. Wir müssen da Dings herstellen. Und die Brauerei, das Sägeweg. Die andere Richtung. Ja, trotzdem. Schönen Tag noch und tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss. Ich mache nur, dass ich morgen nicht vergesse. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.